Hallöchen zusammen. Meine Freundin hat mich angerufen und gesagt, Janine, ich brauche ganz dringend ein Mini-Album. Und dann habe ich gedacht, okay, dann überlegst du dir mal ein ganz schnelles Mini-Album, weil die kriegt meistens immer alle geschenkt und es muss ja irgendwas Neues sein. Und damit das Ganze auch wirklich schnell geht, habe ich mir das hier ausgedacht. Wir brauchen dafür nur 6 Stücke Cardstock. Die Maße und alles mit allem Pipapo schreibe ich euch unten natürlich wieder in die Infobox. Und hier 2 Stücke... Was ist das nochmal? Chipboard oder halt die Rückseite von eurem Tonkartonpaket, was ihr gekauft habt oder so? Oder Pappe oder Karton oder was weiß ich. Dann brauchen wir natürlich Designpapier, Bänder, Kleber und was man halt sonst noch so braucht. Falztool, Lineal und. Wir fangen an mit dem Falzen. Und das ist natürlich voll die Arbeit, denn wir müssen nur diese schwarzen Cardstock-Teile auf der einen Seite bei einem halben Inch falzen. Das ist auch die einzige Inch-Angabe, die ich heute für euch habe. Ansonsten habe ich alles in Zentimetern gemacht, damit auch jeder mitmachen kann. Ja, das Ganze, wenn wir das gefalzt haben, einmal knicken, einmal mit dem Falzbein drüber rubbeln und dann ist das Prozedere mit den einzelnen Seiten auch schon vorüber. Jetzt widmen wir uns der Front- und Rückseite unseres Mini-Albums und hierfür habe ich mir Designpapier zurechtgeschnitten und dieses Stück, wie heißt das jetzt schon wieder? Chipboard. Das platziere ich genau in der Mitte. Für alle, die nicht unbedingt so das super Augenmaß haben, dann messt euch einfach 2 cm am Rand ab. Das Ganze mache ich auch. Und dann lege ich das so an. Ich habe das nur an der linken und an der unteren Seite gemacht, die 2 cm abgemessen. Und dann passe ich das da quasi so in die Ecke an, bring Kleber an und bappe das Ganze schön mittig fest. Wenn das Ganze vernünftig klebt, dann können wir auch schon starten und das Ganze einbinden, mehr oder weniger. Hierfür knicke ich mir die Seitenränder einmal Richtung Chipboard. Vorsichtig an dieser Stelle, damit euch das Papier auch nicht reißt. Ich mache das immer ganz vorsichtig mit den Fingern. Ich rubbel da nicht direkt mit dem Falzbein drüber oder so. Das mache ich dann immer erst im Nachhinein und auch das ganz vorsichtig, weil ich habe da noch keine Technik gefunden, wie ich jetzt wirklich sicher gehe, dass mir das Papier nicht reißt, vorausgesetzt ich falze das jetzt nicht. Wenn ich das vorher falzen würde, dann wird das irgendwie klappen, aber ansonsten, ich weiß es nicht. Wenn ihr da mal Tipps habt, vielleicht einfach mal unten in die Kommentare schreiben, wäre ich euch sehr dankbar. Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt alle Seiten zurechtgeknickt und dann haben wir da unten dieses kleine Quadrat, was da entstanden ist und da schneide ich jetzt links und rechts an den kreierten Falzlinien quasi so Richtung Ecke das Stück raus. Also es ist dann kein Quadrat mehr, sondern es ist so eine Art Diamantenform, die wir uns da rausschneiden. Und so sind wir definitiv auf der sicheren Seite, dass wir einen, wenn wir das Ganze dann nach innen wegkleben, einen wunderschönen geraden Abschluss haben quasi. Das bedeutet, wir bringen jetzt an diesen einzelnen Läppchen da doppelseitiges Klebeband oder Flüssigkleber oder was auch immer an. Und dann bappen wir das Ganze einmal fest. Und das machen wir natürlich nicht nur bei der einen Seite, sondern auch noch bei der Vorder- oder je nachdem halt Rückseite. So, wenn wir das gemacht haben, dann widmen wir uns unseren einzelnen Seiten, also quasi dem Innenteil unseres Mini-Albums. Und hier bringe ich doppelseitiges Klebeband auf dieser Mini-Bindung da an, dieses halbe Innenstück, was ich da gefalzt habe. So, und da popel ich mit einem Cuttermesser das scheiß Klebeding da ab, weil mit meinen Nägeln klappt das irgendwie nicht. Und weil das Ganze ja meine einzelnen Seiten sind und das mehr oder weniger die Bindung ist, bappe ich da einfach noch ein bisschen Flüssigkleber drauf, weil doppelt gemoppelt hält natürlich besser. Ja, und dann nehme ich mir die zweite Seite oder irgendeine zweite Seite und klebe das Ganze so da drauf, dass bei dieser Seite die gefalzte Linie auf der gegenüberliegenden Seite ist. Hat das jetzt irgendwie Sinn gemacht? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall solltet ihr, wenn ihr damit fertig seid mit dem Festkleben, sollte das Ganze so aussehen, dass, wenn ihr dann die einzelnen Seiten aneinander klebt, das Ganze aussieht wie so ein Zickzack, also wie so ein Akkordeon im Endeffekt. Das Coole an dem Mini-Album ist, dass ihr jetzt so viele Seiten anbringen könnt, wie ihr möchtet. Also es kommt immer auf die Menge eurer Fotos an, ob ihr da jetzt 5 Seiten macht, 6 Seiten, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 30, 80. Ich habe jetzt in dem Fall 6 Seiten genommen. Ich sollte vielleicht noch dazu sagen, dass ihr einfach bei der letzten Seite, wenn da noch so ein Bindungsstück dran ist, das einfach wegschnibbelt, weil wenn ihr keine Seiten mehr möchtet, dann möchtet ihr keine mehr und dann braucht ihr das auch nicht mehr. So, und jetzt können wir das Ganze, was wir vorbereitet haben, auch zusammenfügen, dass das Ganze letztendlich auch ein Mini-Album wird. Und hierfür wähle ich einfach die Vorder- und die Rückseite und klebe das Ganze an dem Seitenkonstrukt fest.
Das bedeutet, ich bringe auf dieser Seite doppelseitiges Klebeband, Flüssigkleber und sämtlichen Kleber, den ich hier zu Hause finde, an. Passt das jetzt vom Satzkonstrukt? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall kommt da ganz viel Kleber drauf und dann klebe ich das Ganze mittig auf mein eingebundenes Deckelchen quasi. Und wenn das gemacht ist, bringe ich doppelseitiges Klebeband, Flüssigkleber und sämtlichen anderen Kleber auf der Rückseite des Ganzen an und lege dann, wenn ich das gemacht habe, mein Deckelchen so auf das ganze Mini-Album, dass es quasi bündig mit dem schon klebenden Rückdeckel, Vorderdeckel, was auch immer, abschließt. Und fertig ist euer Mini-Album-Konstrukt. Tada! Das ist quasi ein etwas vergrößertes Akkordeon-Mini-Album, würde ich das jetzt mal sagen. Jetzt geht's weiter und zwar mit dem Innenbereich. Ich habe mich jetzt hier nicht so unglaublich ausgetobt. Bei mir werden da jetzt einfach so kleine Pockets eingeklebt und hierfür habe ich mir so Reststücke Cardstock ausgeschnitten, die auf meine einzelnen Seiten passen. Habe an drei Seiten immer 1,5, einen halben Inch gefalzt. Oh, da haben wir noch eine Inchangabe. Damit das Ganze nicht zu dick wird, schneiden wir uns einmal die Ecken ab, so dass ihr quasi diesen Treffpunkt der beiden Falzlinien erwischt und nicht darüber und nicht darunter schneidet, sondern wirklich genau auf diesem Punkt. Dann schnibbeln wir uns noch da oben oder schrägen uns da oben diese Seitenränder so ein bisschen ab. Das sieht einfach schöner aus im Anschluss und die Tags lassen sich da auch einfacher rein- und rausschieben. Dann bringe ich auf diese drei Seitenteile, auf die gefalzten Kleber an und klebe das Ganze am Rand meines Mini-Albums fest. Wo ihr das jetzt festklebt, das ist wirklich euch überlassen, ob ihr das außen macht oder innen oder wie viele ihr verwendet, wie viele Taschen. Ich habe zum Beispiel an jeder Seite eine angebracht, einfach weil ich viel mit Text arbeiten möchte. Ihr könnt aber auch die einzelnen Seiten einfach mit Fotos versehen oder lieben Worten. Das muss also nicht sein. So, und als nächstes, wenn wir das gemacht haben, also die ganzen Pockets dann festgeklebt haben, dann können wir Designpapier aufkleben. Auch diese Maße schreibe ich euch unten in die Infobox. Ja, das Ganze werde ich dann mal eben festkleben, weil da muss ich euch nicht mitnehmen auf diese wunderbare Reise. Und das Ganze sieht dann quasi so aus. Ich habe hier ein Paperpad verwendet, was ich hier schon total lange rumfliegen habe. Das habe ich mal bei TK Maxx oder so erwischt. Da habe ich nicht immer Glück, wenn ich mal in Köln bin oder so, dann, So, auf jeden Fall habe ich mir hier auch so, wie nennt man das jetzt nochmal? Fotomats ausgeschnitten. Und zwar habe ich gegoogelt und gegoogelt und die zwei Maße, diese Fotomaße, diese gängigsten, mir rausgeschrieben und habe diese Fotomats quasi auf die Fotogröße angepasst. Wenn ihr jetzt sagt, das passt nicht, doch, es passt. Man muss nur die Ecken von den Fotos abrunden. Wenn ihr also die Ecken von euren Tags da nicht abgerundet habt, dann passt das auch ohne, dass ihr die Fotos bearbeiten müsst. Aber ansonsten müsst ihr leider die Fotos bearbeiten. So, ich habe mir immer ein kleines Foto und ein großes Foto quasi für jede Seite rausgesucht. Und deswegen habe ich einen großen Tag und einen kleinen Tag. So. Dann sind wir auch schon fast durch. Jetzt brauchen wir nur noch den Verschluss unseres Mini-Albums. Und hierfür habe ich mir einfach zwei Stücke Designpapier zurechtgeschnitten, habe die mit einem Bordürenstanzer bearbeitet. Und jetzt kleben wir das Ganze fest und lassen aber so den Mittelbereich an Kleber frei quasi. Also, dass wir da so eine Öffnung haben, wo wir später unsere Bändchen durchziehen können. Wie genau ich das mache, mit meinen Superaugen, messe ich das Ganze einmal ab und sehe zu, dass das einigermaßen gerade ist. Für euch habe ich natürlich das Ganze nochmal abgemessen. Auch das schreibe ich euch unten in die Infobox. So, und jetzt bringe ich hier Flüssigkleber auf der Rückseite von diesen, ja, von diesen Papierresten an und lasse wirklich dieses Mittelstück lasse ich aus. Also da kommt kein Kleber dran. Ich bin ja eigentlich immer so der Razzi-Fazzi-Typ, aber diese zwei Teile, die solltet ihr wirklich, wirklich gut trocknen lassen. In der Zwischenzeit können wir uns schon mal eines unserer Bändchen nehmen und legen das quasi einmal um das Mini-Album rum, um so ungefähr abzumessen, wie lang das Ganze sein muss, dass wir auch eine hübsche Schleife binden können. Und ihr solltet natürlich immer noch dran denken, dass da ja später auch noch Fotos reinkommen. Also das Ganze wird auch ein bisschen dicker. Also messt das jetzt wirklich großzügig ab. Und wenn ihr dann ein Bändchen fertig abgemessen habt, dann nehmt ihr das einfach als Vorlage für das nächste und für das dritte und für das vierte oder wie viele Bändchen ihr auch haben möchtet. Ich habe mich jetzt hier für drei entschieden. So, das Ganze sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Ihr solltet da jetzt nicht unbedingt an der Stelle, wo wir keinen Kleber angebracht haben, Cuttermesser reinschieben. Ich hatte nur gerade nichts anderes. Ihr könnt auch ein, hier so ein
Zahnstocher nehmen oder sonst irgendwas, was ihr habt, dann ist das Ganze einfach. Wenn ihr da Böcke drauf habt, könnt ihr das natürlich auch einfach ohne Hilfsmittel da durch diese Lasche popeln. Ich habe da nur fast die Krise schon mit dem Cuttermesser gekriegt. Also, na, ist ein bisschen frickelig, aber das Endergebnis zählt natürlich. Und ich finde, das ist eine super Variante, gerade weil ich nicht weiß, wie viele Fotos meine Freundin in dieses Mini-Album klatschen möchte. Da hat sie jetzt ordentlich Zeit. Ordentlich Zeit, ordentlich Platz und die Möglichkeit, so viel und zu wenig zu machen, so wenig zu machen, wie sie da möchte. So sieht das Ganze aus. Jetzt muss das Ganze noch dekoriert werden und dann bin ich wieder da und zwar jetzt. Haha, das ist mein fertiges Mini-Album für meine liebste Freundin. Ich habe das relativ schlicht gehalten, weil ich nicht wusste, für wen es ist. Ich hoffe, es ist kein Mann, weil ansonsten hat der Mann halt Pech gehabt, dann ist das Ganze ein bisschen schnuckelig. Ich habe hier meine super coolen neuen, ich bin total verliebt, Stanzen verwendet. Das sind so Schmetterlingsstanzen. Zwei verschiedene Sets, glaube ich, waren das. Und da kann man total tolle Schmetterlinge machen. Und das ist dann auch hat so einen richtig schönen 3D-Effekt. Ich glaube, ich muss da nochmal ein extra Video zu machen. Och, was darf ich da? Mache ich doch eh nicht, Janine. So, ja, das Ganze ist ja im Innenbereich, genauso wie ihr es vorhin schon gesehen habt. Bis auf dass ich das Ganze falsch rum eingeklebt habe. Das fällt mir, glaube ich, jetzt auch gerade in diesem Moment auf, denn ich habe meine Frontseite falsch rum aufgeklebt. Ja, auch das passiert mir, ist egal, ich verkaufe das einfach besser, als dass es eigentlich jetzt gerade ist. Sowas ärgert mich wirklich, wie ihr seht, dieses Herz steht auf dem Kopf. Das hat mich wirklich sehr geärgert, aber gut, so ist das Leben. Ich habe versucht, das Ganze nochmal abzureißen, hat nicht geklappt. Egal. Auf jeden Fall, das ist mein schnelles, flottes Mega-Mini-Album. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen und ja, ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln. Wenn ihr Fragen habt, einfach fragen. Und ja, ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns bei meinem nächsten Video und bis denne. Tschüss!